Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. Wir waren eigentlich dabei, das Dorf jetzt zu verlassen. Ein Kumpel hat mir aber nochmal einen Tipp gegeben. Ich soll nochmal auf die Dächer gucken. Und wir sind jetzt auf meinem Haus, auf dem Dach. Und hier ist eine Truhe und nochmal sowas zum Looten. Okay, auf dem Nachbardach, wo wir schon drauf waren, ist auch wieder was. Abgestürzt. Ich glaube, da hinten auf dem Gebäude neben der Kirche sollte auch noch mal was sein. Kommen wir da überhaupt rauf? Ja doch, da müsste auch irgendwie so was sein, damit wir darauf hüpfen können. Oder? Ja. Ups. Ich und Jump'n'Runs, das geht halt gar nicht. Lol, hallo, lass das. Ist hier doch nichts? Es sah auf jeden Fall so aus, als wenn da noch irgendwas ist. Wir sollten zum Nordausgang gehen einfach, ne? Der sagt, wir sollen hier noch mal reingehen. Guten Tag. So. Ja, genug Geld verschwendet, danke. So, habe ich gemacht. Ansonsten, wie gesagt, ich glaube nicht, dass man hier wieder hier zurückkommt. Aber ich sollte jetzt alles gemacht haben. Oder habe ich noch irgendwas vergessen? Ich weiß es halt echt nicht. Ach, hier ist die... Warum steht der Hund davor? Ach, sie will nicht rauskommen. Weil wir weggehen. Ach, hier ist noch was. Ah, ist auch nochmal ein Heilkraut, okay. Gucken wir auf die anderen Dächer, vielleicht sieht man noch was. Nee. Okay.
One day you're just a little boy, the next you're getting ready to leave us. I only wish your grandfather could see what a fine young man you've become. To think, it's been so many years already since old Chalky found you floating in... I mean, since he brought you to Cobblestone. We never thought there was anything out of the ordinary about you. And now suddenly there's all this talk of luminaries, of all things. You know who the luminary was, of course. A legendary hero who saved the world from a terrible darkness. And we're supposed to believe that you're him reincarnated? I don't doubt old Chalky, of course, but it is a little hard to swallow, I must say. Oh, when you meet the King of Heliodor, put in a good word for old Cobblestone, won't you, eh? If he finds out this is the village where the luminary was raised, there might be something in it for us, if you catch my drift. Oh, you are terrible. Trust you to be thinking about what you can get out of it. Oh, no, I'm only joking, of course. The very thought. Anyway, where was I? Ah, yes. Now, the fate that awaits you may well be one beyond anything we simple country folk can imagine. But you must allow us to offer what little assistance we can. Take this map of Erdrea with you. May it prove useful in finding your way. Hier, eine Hand mit nichts drin. Das kriegen die immer noch nicht hin. And may this magnificent steed, the pride of Cobblestone, lighten your burden and speed you on your way. You'll find Heliodor easily enough. Just head north out of the village and follow your nose. You travel safely now. Oh, you're such a good boy, such a good boy. You make us proud out there, won't you? And come back safe. Goodbye. Farewell. Wait. Here, take this with you. I made it for you. It'll keep you safe. I heard there are lots of monsters where you're going. Be sure to keep it close, won't you? Oh, I don't know what's in store for you out there, but wherever you go and whoever you meet, Don't forget us, will you? Take care, and remember, we'll be waiting for you. Okay. Wie herrlich ein Pferd. Pferde sind ein unglaublich praktisches Mittel, um große Distanzen zu. Also überall, wo eine Glocke ist, kann man das Pferd rufen. Guten Tag. Okay, warum gibt's das zweimal? Haha. Gut gelacht.
Ja, also Pferd, kannst wieder gehen. Tschüss. Da wir nur noch ganz wenig zum Level Up brauchen, wie wir in der Kirche erfahren haben vor über einer halben Stunde, machen wir das Level Up. Einen Gegner bräuchten wir noch. Ab hier stehen. Nehmen wir eine volle Gruppe. Schatztruhe, Heilkraut. Oh, man kann sie sogar an der Mauer erwischen. Miesrabe, okay. Verfehlt. Achso. Das kann sein, dass ich den nur mit Zaubern angreifen kann, weil der fliegt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ne, geht auch so. Okay. Ihr seht also, das Kampfsystem ist absolut nicht schwer und zu leveln auch nicht. Man könnte sich das selber ein bisschen schwerer machen, indem man diesen drakonischen Modus benutzt und sich selber so ein paar Sachen wegnimmt. Wie zum Beispiel heilen im Kampf ist nicht möglich oder irgendwie sowas. Könnte man einstellen, wenn man sich seinen Namen gibt. Aber wie gesagt, einfach nur so zum Durchspielen jetzt für YouTube machen wir das nicht. Was man noch machen könnte ist, wenn man Wo ist das? Wo war denn das jetzt? Da wollte ich gucken. Genau, da ist hier Talisman. Ich blöd, war das nicht hier in dem Menü? Ich weiß nicht mehr, doch da. Spezialbelohnung. Und hier gibt es Schwingen des Spürsinns. Ihr seht hier als Vorbesteller. Das ist praktisch so ein Talisman, den man anlegen kann. Wodurch verschiedene Varianten von Monstern im Kampf auftauchen, die dann halt ein bisschen schwerer sind.
Das könnte man auch benutzen, wenn man es ein bisschen härter haben möchte. So. Okay, okay, okay. Und wir werden das jetzt auch nicht in jedem Part machen, dass wir hier so viel erkunden und alle Monster mal töten oder irgendwie so. Ist einfach jetzt noch so zum Anfang für mich, ein bisschen zum Reinkommen. Hi. So, kommen jetzt mehrere? Ja. Oh. Lol, er macht sich schneller, damit er öfter angreifen kann. Und der Schleim ist weggelaufen. Okay. Wieder weggelaufen, der Schlepp. Das gibt's doch gar nicht. Schatztruhe und Altkraut. Warum stehen hier überall Leute vor den verschiedenen Gängen? Ich würde jetzt gerne wissen, kann dieser Talisman aus dem Vorbesteller-Bonus auch Metallschleim spawnen? Das wäre mega unfair. Denn dann wird man richtig krassen XP-Boost bekommen dadurch. Denn es gibt in Dragon Quest Schleime, die sind halt aus wie aus Metall. Haben eine mega hohe Abwehr, den kann man glaube ich nur 1 oder 2 Schaden machen. Müssten 4 Leben insgesamt haben, sind immun gegen jeglichen Zauber. Also kann man nur mit Waffen angreifen und laufen auch sehr schnell wieder weg. Aber geben dafür zigtausende Erfahrung. Aha. Schwerenflügel, damit müssten wir uns zurückporten können. Ah, du brichst also zu großen Abenteuern auf, was Kubanis? Wenn du nach Heliodor unterwegs bist, musst du nach Norden. Gib acht, dass du dich nicht verläufst. Okay, die haben wirklich immer nur einzelne Texte. Und hier liegt denn nichts? Komm mal her, du Rabe, du. Also wir brauchen eigentlich das Pferd auch gar nicht, um irgendwo schnell hinzukommen. Denn für die europäische und nordamerikanische Version wurde das Sprinten eingeführt, was es in Japan wohl nicht gab. An eurer Stelle würde ich nicht weiter in diese Richtung gehen. Oh Mann.
Also es wird einem gleich gesagt, du kannst nur das machen, was dir gesagt wird und nichts anderes. Du bist klein und dumm und darfst nichts anderes machen. Das ist voll uncool. Oh, ich habe wieder eine Sammelkarte bei Steam bekommen. Die Fetzen. Ach, jetzt blockst du mit deinem Schild und bei den ganzen anderen Viechern nicht, oder was? Richtig hart Mühe gegeben, das sieht alles richtig gut aus. Was mich interessiert, kann man nicht. Ich weiß, dass man Erze abbauen kann zum Craften. Bist du eine Gurke? Wer ist eine Gurke? Eine Gurke mit Speer. Cool. Eigentlich ist es Quatsch, das Heilkraut zu benutzen, das heilt 30. Und wenn man nicht so weit runter ist, ist das eigentlich Verschwendung, aber... Naja. So. Die Musik ist auch richtig cool. So, habt ihr hier irgendwo was versteckt? Ich würde es wahrscheinlich so oder so nicht sehen. Ach, da sind nochmal die Killerhasen mit Horn. Tja, also du bist alleine. Hoho, what have we here? I know a budding adventurer when I see one. It can be risky heading into the great outdoors if you aren't familiar with the basics of survival, you know. Well, fear not, because that's where I come in. See the remains of that fire over there? Well,
When you spy one of those, it means you can set up camp and rest your weary bones. To settle down for the night, just go up to the fire and examine it. You'll soon be enjoying a well-earned break. What's that? You're worried about being attacked by monsters while you sleep? Oh, ye of little faith! That statue over there is chock full of holy powers that'll keep the beasties at bay for as long as you need. And that's not all. You can pray to it to be cured of poison and all kinds of other things. Think of it as a mini church. Anyway, enough of my yammering. Why don't you take a closer look at all this camping kit for yourself? You'll need to get used to what campsites look like and how to find them. After all, you'll be relying on them whenever you're out in the wilderness. It's like my old dad always said, keen campers can continue on where others can't. Well, that's all from me. If you have any camping So. Hatte schon ein kleines Tutorial. Das heißt, an den Statuen, wenn wir die finden, können wir nochmal speichern. Uns von Flüchen heilen, uns von Vergiftung heilen. Und dann kommen wir in diesen Stream hier. So, Weissagen. Wie viel brauche ich noch fürs nächste Level? 26. Okay. Ihr seht, hier ist auch noch ein Händler. Ich glaube, den können wir jetzt nicht anquatschen. Oder? Doch. Der sollte auch diese Standardsachen haben, genau. Zweite Seite. Genau. So. Später kommt das Craften, also das Waffenschmieden noch mit zu. Also es ist egal, wo wir jetzt landen. Wir könnten dort lang und hoch oder dann da lang und hoch. Also meistens, wo immer irgendwelche Sackgassen oder sowas sind, gibt es meistens noch irgendwelche Items zu finden. Was seid ihr? Die haben wir im einen der Cutscenes mal gesehen. Haha. Gibt es auf dem Ende auch noch irgendwie was anderes zu sehen? Ich glaube nicht. Ist hier oben noch irgendwie was? Ha! So, um es was zu craften.
So. Sollen wir jetzt einmal runterreiten, um zu gucken, einfach nur? Ja, ne? Der sagt uns da vorne so gleich wieder, dass wir nicht weiter dürfen. Ach, man muss erst warten, bis das Pferd komplett angehalten ist, bevor man absteigen kann. Das ist nervig. Aha. Okay, jetzt mal Turbo. Nee. So, im Galopp könnte man auch Low-Level-Gegner umrennen, um nicht gegen die kämpfen zu müssen. Da ist ein neuer Gegner, den wir noch nicht gesehen haben. Kuddel. Ein Schnabeltier. So. Oh Leute, wir sind Super Saiyan Blue. Das ist automatisch, das kann ich nicht beeinflussen, wann das kommt. Das hat so einen random Zähler und wenn der eine bestimmte Zahl erreicht hat, dann kommt das. Man wird halt stärker, schneller, besser. Das können später alle Gruppenmitglieder bekommen. Und wenn, glaube ich, mehrere sogar das gleichzeitig haben, können die so spezielle Kombinationen machen. Ein Hämmerling müsste das sein. Genau. Hey, ich bin super. Geh weg. Er hat geblockt. Au. Nix blocken. Hör auf zu blocken. Au, au, au. Selber schuld. Das blockst du auch. Und dann nicht mal ein Item zum Heilen. Lag da jetzt was? Ich war so klar. Und Ödfiole. Ups. Also ich habe immer noch Super Saiyan Blue Status gehabt. Und das wäre der andere Weg gewesen. Den werde ich offscreen mir angucken.
hier irgendwas? Okay. Wollgras. Heilkraut. Nice. Ja, dann wären wir jetzt da. Gucken. Lässt man uns auch rein. Ja. Okay. Und wie es in Heliodor aussieht, schauen wir uns im nächsten Part an. Ciao, Leute.